Einen wunderschönen guten Morgen hier bei uns in der leider immer noch sehr, sehr kahlen Hütte. Und ein neuer Tag hat begonnen hier bei Garden Paws. Wir haben schon wieder einen Brief bekommen. Das sieht immer so aus, als ob da einer böse auf uns ist, finde ich. Aber Moment, haben wir jetzt ganz viele Briefe bekommen? Eieiei. Die sind alle ungelesen. Da müssen wir die nochmal schnell durchlesen. So, also wir haben hier einmal was von Frank bekommen. Ich bin working on getting... Okay. Moment. We've been working on getting them removed, but let's be frank. We don't have the equipment to need yet. We need yet. Also ihm fehlt wohl ein spezielles Equipment. Ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat, was wir von ihm bauen lassen wollten. Er denkt, er hat eine Idee. Eine Idee. Und ich soll rüberkommen und das mit ihm besprechen. Okay, also zu Frank müssen wir auf jeden Fall. Okay, die anderen sind alle andere. Okay. We're always looking to expand the town. Our next step is getting a blacksmith. Ja, der kostet ja auch nur 10.000 oder was war das? Nee, der war, glaube ich, nicht ganz so teuer, ne? Aber der war schon heftig. Also der war jetzt nicht mal eben so. Please talk to Frank about building one. Ja, wenn ich denn jemals das Geld dazu haben sollte, ja. If you get a blacksmith, you'll get a new tool. Ah, wenn wir einen Schmied bekommen, dann bekommen wir auch neue Werkzeuge für unser Land. Also wir jetzt persönlich oder beziehungsweise alle. Das ist natürlich cool. Das sollte man sich mal merken. Aber ich glaube, der war 3.000 oder so musste ich dafür haben. Mal schauen. Vielleicht machen wir dann heute mal eine Folge, was sich gut verkaufen lässt und was man am besten mal so questen soll, bauen sollte, also craften. So, unsere Großeltern haben sich nochmal gemeldet. Sie hoffen, dass es uns gut geht. Okay, und die... Nee, der Großvater hat etwas überlegt, was uns vielleicht freuen könnte. Crops even, okay. Grid Placement. Okay, irgendwas ist jetzt bei unserem Optionsmenü. Gehen wir mal kurz nachgucken. Nicht das. Ach. Oder? Meinen jetzt das hier? Nee. Shopkeeping. Achievement. Hier ist doch nichts Neues gekommen. Meinen die jetzt wirklich? Die meinen doch nicht das Optionsmenü hier drin. Ja, da haben wir auch gar keinen. Ja, Settings haben wir. Okay, also das verstehe ich jetzt nicht so richtig, was die jetzt damit meinen. So, Hash hat sich gemeldet. Keine Ahnung, wer das jetzt war. Der hat mittlerweile auch mitbekommen, oder sie, keine Ahnung, ich denke mal er, dass wir in Florenz gelandet sind. Der hofft, dass wir ihn noch sehen möchten. Ach so, das ist der gewesen. Bevor wir uns in den Höhlen umschauen. Das war dieser, ja, Seemann oder wie der aussah. Also dieser komische Pirat da hinten. Ich würde wahrscheinlich nur glauben, dass ich da Steine bewegen sehe. Ja, und dass ich halt zu ihnen kommen kann, wenn ich da mich mal in die Höhle umschauen möchte. Also in diesen Käfig, sage ich mal, reingehen möchte. Was ich natürlich im Moment noch nicht möchte. So, dann Jones. You've got one good-looking chicken coop. Okay, also ich habe ein gut aussehendes Hühnchen. Ich habe doch... Die Hühnerfarm haben sie ja nicht hier gebaut. Ich glaube, die haben sie jetzt wirklich in der Stadt gebaut. Wir müssen da gleich mal gucken gehen. Er hat einige extra Hühner und etwas zu essen. Also hier unten diese beiden, die abgebildet sind. Für mich, damit ich schneller größer werde. Vielleicht habe ich ja doch die Farm bekommen. Once you have the chick, put it in your chicken... Co-op lese ich da immer draus. Then feed it every day. Okay, also das muss ich auf jeden Fall jeden Tag füttern, wenn ich das einmal da drin habe. Dann schauen wir gleich mal nach, ob ich jetzt wirklich das bei mir stehen habe. Thorn. Er sagt, dass er hinter den Hügeln wohnt, in der Arena. Neighbor to neighbor. I wanted to let you know lots of...
Keine Ahnung, was Dandelions sind. Have been popping up around the hills. Okay, vielleicht sind das Pflanzen oder so. Keine Ahnung. Müsste ich dann. Ach doch, das ist. Also zumindest hier die Shop-Erweiterung ist bei uns. Ach, das sieht ja schön aus. Das sieht ja. Oh Gott. Oh Gott. Da muss ich. Das muss ich jetzt wirklich. Also es tut mir leid, ja. Ich weiß, ihr hasst es bestimmt, dass ich immer diesen Modus reinmache mit den Screenshots. Aber das ist richtig, richtig. Oh, das sieht schick aus. Wirklich. Wie so ein kleiner Shop halt. Aber die Hühnerfarm haben wir jetzt nicht bekommen. Die ist bestimmt in der Stadt irgendwo hingestellt worden, nehme ich mal an. Warum er dann sagt. Ah, ne, hier. Das ist doch unsere eigene Hühnerfarm. Wie cool ist das denn? Oh, es ist geil. Wie tue ich denn jetzt das Huhn da rein? Moment. Kleines Hühnchen. Moment mal. So, einmal das. Einmal das. Und das ist, damit ich die füttern kann, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also plüpp. Plüpp. Was mache ich denn? E funktioniert auch nicht. Muss ich die hier reinstellen? Ah. Ja, das, ja. Okay. Dann machen wir es halt so. Das war hier unten drin. Das können wir auch wieder da reintun. So, Bird Feed. Ich denke mal, dass wir das, genau, das müssen wir dann hier reinziehen. Oh, das ist ja geil. Nee, brauche ich aber nur einmal am Tag machen. Okay. Oh, ist das süß. Was kann ich denn hier bearbeiten? Chicken Coop. Den kann ich dann einen Namen nennen. Dann nenne ich das mal Gameplayerins verrückte Hühner. Kann ich nicht. Oh, ich hasse euch, Leute. Echt. GPs ver. Naja, es ist trotzdem drin. Verrückte Hühner. Kann ich auch nicht. Boah, echt. Verrückte Hühner? Verrückte Hühner. Gut. Ich nenne sie jetzt einfach verrückte Hühner. Wenn alles andere schon nicht funktioniert. Ah, guck mal, da laufen sie jetzt rum. Oh. Den wollte ich eigentlich jetzt nicht haben. Da laufen sie jetzt rum. Ist das süß? Ich habe meinen eigenen Stall. Oh, also ganz ehrlich, ihr haltet mich wahrscheinlich jetzt für bekloppt, vor allen Dingen auch in meinem Alter, aber ich finde das so mega geil und so mega süß, dieses Spiel. Ich weiß nicht warum, aber es ist wirklich niedlich gemacht und ich finde es wirklich toll, dass man auch sehen kann, was man baut. Also es ist ja bei My Sims zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn einige von euch das kennen. Ich hatte mal vor, das mal zu Let's Playen, beziehungsweise eventuell mal anzuspielen und mal nachzufragen, ob jemand Lust hat. Was ist hier eigentlich? Oh, das ist ein Eingang. Ah, okay. Das sieht auch so schön aus hier. Oh. Aber wir müssen es mal ans Craften halten, weil sonst kommen wir hier zu gar nichts mehr. My Sims wollte ich auch mal, wie gesagt, Let's Playen oder zumindest mal anspielen, dass ihr mal seht, wie das Spiel so ist. Ich persönlich finde es richtig toll irgendwie. Aber es ist, naja, wie soll ich das sagen? Es ist natürlich schon so ein bisschen extremst niedlich gemacht halt, ne? Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders sagen soll. Moment, den Block, den müssen wir einmal machen. Das müssen wir einmal machen. Und was war das andere jetzt? Small Chest. Nee, die muss ich. Muss ich die viermal machen? Ich brauche doch nur zwei, steht da unten. Nee, zweimal. Okay, ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Aber egal, ich kann auf jeden Fall auch hier drin sein. Okay. So, da brauchen wir noch ein zweites. Dann haben wir eine kleine Kiste. Die könnten wir jetzt rein theoretisch. Ich meine, es ist nur Holz, muss man dazu sagen. Es ist natürlich schnell gefarmt. Könnten wir die für 165 verkaufen? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich persönlich finde es richtig geil. Ich bin gerade am gucken. 5 Limonen bräuchten wir. Ich weiß nicht, wie teuer die Limonen sind, aber die Blueberries, die kriegen wir ja immer wieder. Die könnte man nämlich auch jetzt für 160 zum Beispiel verkaufen. Was ich persönlich sehr bevorzugen würde. Kleidung. Nee, Kleidung ist nicht so teuer, schade. Ach so, das sind auch nur die hier. Weil die könnte man zum Beispiel durch dieses Plant-Fieber, also alles, was man hier so an Sträuchern findet, könnte man das machen. Hier braucht man diesen goldenen Pup für. Das habe ich mal ausprobiert auf dem anderen Speicherstand. Es geht gut weg. Also die
mögen das. Die kaufen das auch immer ziemlich schnell, habe ich festgestellt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wir müssten hier eigentlich auch einen Köder machen können. Den kann ich aber noch nicht machen. Wieso kann ich den noch nicht? Und Fishing Pole? Hm. Ja, Fischbait. Hat das. Ach so! Nee. Doch, Small Injects. Ah, dann ist das das bestimmt gewesen, was ich gemacht hatte. Small Injects, genau. Dann, gucke ich da jetzt nochmal eben nach. So, Craft. Ich glaube, sonst habe ich ja nichts mit denen. Kann ich ja mit denen nicht allzu viel machen, nehme ich mal an. Und ich denke, dass wir damit dann vermutlich auch angeln können. Ich lege die jetzt allerdings erstmal wieder zurück, weil ich erstmal gucken möchte, dass wir jetzt in dieser Folge auf jeden Fall was verkaufen. So, die Seeds, die können wir auch zurücklegen. Purple Daisy können wir nochmal auffüllen. Ja gut, wir sind jetzt nicht so gut weggegangen. Die wollte irgendwie gar keine haben hier. So, die Small Chest, die möchte ich gerne. Ja, ist jetzt die Frage, ob ich die hier draußen hinstelle. Wird mir das nicht angezeigt? Nee. Open Chest. Ja, ich stelle sie mal hier hin. Doch nicht. Hallo. Ich würde gerne die Chest hier hinstellen. Leute. Building Mode. Vielleicht geht's jetzt. Zack. Ach so. Okay. Rotate. Dann kann ich sie eigentlich auch daneben stellen, oder? Aber der stellt das so komisch daneben. Das ist halt blöd. Der stellt das mehr so da rein. Das ist auch blöd. Dann versuchen wir sie mal hier hin. Da, komm schon. Ich hoffe, die ist jetzt richtig rum. Ich kann es leider nicht sehen. Ah, die Scharniere sind vorne. Das ist nicht gut. Aber ja, gut. Man hat die Animation nicht zum Öffnen. Okay. Dann würde ich nämlich schon fast sagen, dass wir hier alles reintun, was wir so zum Craften brauchen. Und hier den ganzen Mist, wo wir eh keine Ahnung von haben, was wir davon brauchen und wofür wir es brauchen. Das könnten wir, da können wir noch Klamotten draus machen. Naja, Close ist halt, ne? Ich weiß aber immer noch nicht, wofür ich das Gold schicken. Aber das Weed, das hatte ich für irgendwas doch gerade noch gesehen. Ah, damit mache ich. Ah, okay. Das, achso, jetzt habe ich es nicht mit rausgenommen, ne? Das ist natürlich cool, wenn wir das jetzt haben. Können wir uns nämlich, wenn wir wieder da hinkommen, unser eigenes Futter machen. Das ist natürlich geil, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das herbekomme. So, ich mache jetzt erstmal Futter für die nächsten Tage. Lass das im Inventar, damit ich es nicht vergesse. Das tauschen wir natürlich aus. So. Dann können wir noch. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen oder ob wir es brauchen. Moment, das ist aber jetzt Papier. Papier ist anscheinend wertvoller, weil das kostet 51, wenn wir es. Also beziehungsweise da kriegen wir 51 für. Und da nur 25. Da brauchen wir 5. Wo ist das jetzt? Hallo? Scroll mal. Sag mal. So, das und da brauchen wir 10 für, also das Doppelte. Ja, kommt das Gleiche raus. Wobei ich eher davon ausgehe, dass sie dann Papier kaufen würden, denke ich mal. Jetzt können wir den Laden auch schon wieder fast eröffnen. Das ist natürlich. Hallo, so ist das eigentlich einsammeln. Wieso sammelt der das nicht ein? Ach so, weil ich dafür. Ach, ich bin ja auch so blöd. Da kriege ich ja Holz raus. Das sind ja gar nicht die, die ich jetzt eigentlich machen wollte. Okay. Holz ist natürlich gut, ist auch sehr wichtig, weil, wie wir gerade gesehen haben, wir damit zum Beispiel die Holztruhen machen können und dementsprechend viel, viel Geld damit verdienen können. Wir können natürlich auch gucken, ich weiß nicht, was rentabler ist, ob wir die Holztruhen machen oder ob wir die Werkzeuge machen. Wenn wir die Werkzeuge machen sollten, dann brauchen wir aber auch Steine mit dabei. Ne, ihr seht ja auch, die Bäume und so, die kommen halt immer wieder. Aber das ist richtig. Ah, da hinten ist was von dem.
Ja, die habe ich jetzt nicht mehr so oft gefunden. Wobei, naja, gut, die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Das ist halt für... Oh, haben wir schon wieder die Truhe? Kommen die auch jeden Tag wieder? Weiß ich gar nicht mehr. So, halt, stopp. Genau. Jetzt bin ich hier natürlich jede Menge Holz am Farmen. Gut. Wenn ich jetzt Pech habe, dann verkaufen sich die Kisten vielleicht nicht so gut. Das habe ich, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Aber man kann halt wirklich viel Geld damit verdienen. Und wenn ich, ja, wenn ich sie nicht verkauft kriege, kann ich sie natürlich immer noch für mich benutzen. Es sind jetzt leider nur kleine Kisten. Und wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir viel Geld verdienen können. Ja, ich weiß, wenig Energie. Viel Geld verdienen können, damit wir dann... Das war noch nicht alles, aber ich schätze, den schaffe ich nicht mehr. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh, Mist. Dafür brauche ich... Nee, dafür brauche ich jetzt keine. Okay. Yay! Wir haben alles abgeerntet hier. Das sieht doch schön aus, auch mit den Blümchen. Das habe ich noch gar nicht gesehen vorher. So, die füllen wir mal auf. Die können wir nicht auffüllen. Okay, dann eröffnen wir mal den Shop. Das dauert wahrscheinlich... Ach so, wir haben noch gar keine 12. Ja gut, dann müssen wir noch eben ein paar Minuten warten. Dann schaue ich mal eben kurz nach. Den Hammer zum Beispiel. Ach nee, da würden wir nur 30 für kriegen. Okay, nee, dann würde ich schon fast sagen. Sei denn, wir haben natürlich goldenen Poop. Das würde sich auch noch gut rentieren, dass wir jetzt einfach mal hier was craften. So. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch haben, ehrlich gesagt, aber ich mache einfach mal so viel, wie ich kann. Noch eine Truhe. Nein! Okay, die kann ich nicht mehr machen, schade. Ach, da hinten. Ach so, ich habe jetzt zwei, wo ich was verkaufe. Ja, cool. Dann stellen wir doch hier mal die anderen Sachen noch aus, die anderen Daisies auch noch. Ja, das ist ja cool. Okay, dann kann ich jetzt auch den Shop eröffnen. Bang! Ich finde das so süß mit dem Hühnerstall und alles. Oh. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt macht es mir auch richtig, richtig Spaß. Also vorher war das so, ja, man muss halt farmen und das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Werden wir jetzt auch vor der nächsten Folge definitiv, werde ich das nochmal offline machen, dass ich hier nochmal ein bisschen was farme, dass ich jede Menge Holz noch hole, vielleicht ein paar Chests baue oder so, weil in der Hoffnung, dass wir die jetzt auch verkauft kriegen, wir dadurch natürlich sehr, sehr viel Gold bekommen. Die rennen hier einfach in meiner Chest vorbei, sind das Blödmänner. Na gut, wenigstens kaufen sie sich die Purple Daisies, zumindest die eine. Hallo, ich bin auch ein Drache. Wir müssen zusammenhalten, wir Drachen. Nö, renn einfach weg. Mist. Na gut. Was habe ich denn jetzt für 40? Ach so, diese komischen Blumen da, die habe ich jetzt für 40 verkauft. Okay. Herein spaziert. Wir haben ganz viele tolle Blumen und noch mehr im Angebot. Alles für einen super günstigen Sonderpreis. Solange der Vorrat reicht. Die Folge ist ja auch gleich zu Ende. Kaufen Sie schneller. Oh, alle wollen sie Blümchen haben. Wir haben zwar heute Vatertag, aber gut, auch an Vatertag darf man natürlich Blümchen kaufen. Kauf dir eine Truhe. Ja! Dankeschön. Einmal 165 dazu. Bitte, danke. Wer möchte noch eine Truhe haben? Gerade fast gratis im super Sonderangebot für nur 165 Coins. Ja, danke schön. Also ihr seht schon, wir sind jetzt schon wieder auf über 1000. Ich weiß natürlich nicht, wie gut die Truhen langfristig gehen. Ich denke mal, ich muss auch immer, wenn wir mal wieder eine Stufe höher gehen oder so, wieder neue Sachen kaufen, nehme ich mal an. Aber ja gut, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir mit dem Geld machen, was wir haben. Von den Blumen haben wir halt irrsinnig viele. Die setzen wir auf jeden Fall rein und die werden eigentlich ja auch ganz gut verkauft. Nur die pinken will irgendwie keiner. Ich weiß auch nicht. Also die rechts sind. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Diese Purple Daisies sind jetzt bis auf die letzte schon gut weggegangen.
Aber der Rest ist halt. Also man merkt ja auch, wenn man den Blumen macht, bekommt man nicht so viel Geld. Aber gut, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ich meine, da muss man vielleicht ein paar Tage länger spielen. Aber unterm Strich kriegen wir natürlich auch unser Geld damit rein. Und wie gesagt, ich finde das so mega süß, wie das dann sich hier auch verändert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so cool aussieht hier. Ist schon klasse. Bin ich ganz ehrlich. So. Achso, da hat einer die letzten von denen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe einfach nur auf Verkaufen gedrückt. Eieiei. Es ist auch irgendwie, kommt der Flair auch richtig schön rüber, finde ich. Und später kann man dann auch das Haus auch nochmal richtig verschönern, habe ich gesehen. Also das wird dann nochmal richtig geil aussehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Truhe eventuell lieber nach drinnen gemacht hätte, weil eigentlich, ja, hätte ich schon gern die Truhen irgendwo drinnen. Andererseits, naja, wir sind im Moment ja nur drinnen, um zu schlafen. Vielleicht ist es schon ganz gut, dass wir die draußen haben. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn wir online spielen würden. Also ich habe schon mal den Hinweis bekommen, den sehr freundlichen, dass man beim anderen klauen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier was angepflanzt habe, können andere Spieler mir das online wegnehmen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel die Hühnerfarm, die steht ja jetzt daneben, dann können die zum Beispiel zu mir kommen und das dann auch wegnehmen, sodass ich das dann nicht mehr ernten kann. Das ist natürlich schon blöd, muss man ja ganz ehrlich sagen. Deswegen spiele ich auch jetzt auf jeden Fall die ersten Folgen so ein bisschen offline. Weil, ja, man möchte ja auch, oder ich möchte euch ja auch noch was zeigen können dabei. Und oh, die Blumen gehen aber gerade weg wie warme Semmeln hier. Also, mein lieber Scholli, was haben wir jetzt gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, haben wir nicht mit 300 oder so angefangen? Oder 500 irgendwie die Ecke rum? Das ist heftig. Also wenn ich jetzt noch hier Werkzeug ausstelle, ich könnte zum Beispiel eine Seite nur Blumen, die andere Seite nur Werkzeug oder so. Vielleicht die eine oder andere Kiste, das ist schon, ja, das ist schon richtig, richtig cool. Ich werde auf jeden Fall nochmal nach drüben gehen und nochmal gucken. Ich glaube, das erste, was man kaufen konnte, waren 1000 oder 3000. Nee, 1000 glaube ich nicht. Ich glaube, direkt das nächste waren 3000 für die Erweiterung. Ich würde aber gerne, wenn es nicht zu teuer ist, auf den Schmied sparen. Weil der ja auch gesagt hat, dass man dann auch bessere Werkzeuge bekommt. Dann vielleicht wirklich mal ein paar Tage offline weitermachen. So dass ich dann entsprechend das Geld habe, dass wir uns die Erweiterungen leisten können. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und dann einfach mal gucken, was wir da jetzt wirklich. Oh, in einer halben Stunde wird geschlossen. Kaufen Sie schneller. Kommen Sie alle herbei. Das wäre dann in der nächsten Folge, in der, ja doch, letztendlich in der nächsten Folge dann, nach Möglichkeit, gucken können, beziehungsweise in der übernächsten Folge, in der nächsten wird es ja dann noch nicht gebaut sein, gucken können, was das für Werkzeuge sind. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ah, die letzte von denen. Sehr schön. Ich könnte jetzt theoretisch auch neue Sachen drauflegen, aber ja, jetzt wird eh geschlossen. Schade, schade, schade. Das war am Ende. Ja, ich habe Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe ein Good Business, ein gutes Geschäft habe ich gemacht. Oder ein gut laufendes Geschäft, wie auch immer man das sehen möchte. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ich würde sagen, dass wir die Daisies hier wegnehmen und für morgen schon mal hier platzieren. Ja, aber die vier jetzt nicht. Dass wir da vielleicht was anderes dann drauf machen. Ja, der Tag ist quasi schon zu Ende für mich. Beziehungsweise das Let's Play für heute dann auch. Ich schau mal eben die Insekten. Ach nee, mit den Insekten könnte ich noch was machen. Wo habe ich die denn? Ach, bei dem. Genau, hier waren die, glaube ich, bei. Die könnte ich theoretisch auch verkaufen. Im Prinzip geht alles schnell weg. Ja, gut, so Sanddollar oder so zum Beispiel, da weiß ich jetzt nicht. Ah, die behalte ich mal lieber, weil die habe ich ganz, ganz selten bekommen. Wobei, die habe ich auch nur selten bekommen. Das ist ein bisschen blöd. Das sind jetzt auch wieder Blumen. Ich glaube, die brauche ich nicht. Zur Not hätte ich noch einmal was zum Züchten. Ja, und die Geoden, bin ich ganz ehrlich, weiß ich jetzt auch nicht. Karotten und so weiß ich auch alles nicht. Ob wir das jetzt noch brauchen zum Craften oder nicht, da müsste ich dann noch mal genau gucken. Ich finde das immer noch so toll hier.
Meine Hühnchen, meine kleinen Chicken. Die werden wahrscheinlich dann größer und vielleicht kriegen die dann Nachwuchs oder so. Und guckt euch das mal an, wie schön das hier so von ein bisschen weiter aussieht. Ah, ich finde es wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt wieder eine sehr lange Folge gewesen ist, die Folge ist trotzdem. Oh, jetzt springe ich über mein Bett rüber, das wollte ich gar nicht. Die Folge ist jetzt für heute auf jeden Fall zu Ende. Wir schauen uns noch eben an, was wir verdient haben und so weiter. Und ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.